Willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart DS und ich habe es immer noch nicht wegbekommen mit dem blöden, ja, dass Kintel Studio angezeigt wird im Video bei euch später. Aber egal, ich habe jetzt es irgendwie hinbekommen, Mario Kart auf Deutsch umzustellen. Das hatte ich nämlich davor nicht gehabt. Und wir fangen einfach mal in 100 CC mit dem letzten Level an. So. Ich werde doch Luigi jetzt nehmen. Oh, er hat immer noch nur. Okay. Und das hatten wir im letzten Part. Da. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da zwei Sterne gesammelt haben. Ihr wisst, ich habe neu angefangen, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Aber egal. Ich muss halt neu anfangen, weil ich jetzt vom No-Catch GBA auf den Kizuma gewechselt bin. Und der leckt gerade ein bisschen. Au, 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 au. Jetzt. Ja. Können wir mal ein bisschen Gegner mal verdammt. Ja, dann lade ich doch mal auf. Das ist halt auch ein Problem, so ein bisschen das Aufladen, das Hin und Her. Das geht dann wirklich besser. Kann ich mir auf jeden Fall mal vorstellen. Jetzt mal rüber. Es war. Ah, das. Nee. Das war schlecht. Oh, aber die Kurve ist auch nicht besser. Ach, hallo? Ich komme da irgendwie nicht klar. Nein. Irgendwie, das geht ganz schwer. Kommt irgendwas. Mann, dauert das lang. Boah, Glück gehabt. Kann jetzt Mario schon. Jawohl. Und Bowser wurde da vorne abgeschossen von Mario. Nochmal gestorben. Ah, schon wieder hier die Stelle. Diesmal besser. Ah nein, ich komm da nicht gucken, was wird. Gut, der erste wird jetzt erstmal ein bisschen grill. Naja, bis jetzt finde ich nicht gut. Ich habe kein Item bekommen. Ja, das ist dann die Quittung dafür, dass ich kein Item bekommen habe. Ach nee. Also es dauert mir echt lang. Muss man echt sagen, also das kann so nicht bleiben. Nein, es dauert zu lang. Ich schaff das einfach nicht. Muss ich es halt so versuchen. Das geht. Boah, ey. Wie mies. Nein, Yoshi, Yoshi, komm, 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 komm. Komm, ras. Vierter, nein. Och. Okay, es ist, finde ich, die schwerste Strecke in dem Cup. Die erste gleich. Aber. Okay, ich glaube, da können die besser driften. Was ist mit mir los? Na gut. Ja, okay, diesmal ging es ein bisschen schneller. Nee, habe ich nicht mehr geschafft. Das. Deswegen kommen wir jetzt auf die Münche. Ey, sag mal, der ist leicht und ich bin. Und ich bin eigentlich Mittel. Und daher dürfte er nicht. So. Naja. Okay, wir sind ziemlich nah an Bowser dran. Das ist gut. So
ne? Weil ich ihn jetzt nicht mit dem roten Panzer. Oh nee! Ja, egal. Knochentrocken ist sehr langsam. Deswegen haben wir hier auch einen Vorteil gegen ihn. Der Lieblingscharakter von vielen in diesem Spiel. Ich glaube nach Rob sogar, weil Rob ist doch nochmal viel beherrter. Komm. Ah, beinahe hätte ich mir das selber abgeschossen. Ich habe irgendwie mit mehr Reichweite von der Bombe gehofft. Und das war sehr, sehr schlecht. Von eben, dass ich gegen die Wand gefahren bin. Och nee, ich muss Erster werden. Wenigstens hier jetzt nochmal Erster. Okay, ist sowieso mein gehasster Cup überhaupt. Besonders wenn man Bowser vorne als Gegner hat. Bowser ist ziemlich schwer. Besonders wenn man dann auch noch so ein Pech hat und. Jawoll! Schöner Start. Da hat sich Bowser ein bisschen zu einfach gemacht. Und diesmal sieht es sehr gut aus, wenn jetzt kein blauer Panzer mehr von hinten kommt. Super, das drauf. Blauer Panzer kommt. Sollten wir das wirklich schaffen? Also, so schwer wird es jetzt nicht mehr. Also, ganz ehrlich, um diese richtig scharfen Kurven dürfte ich nicht mehr. Und so Zickzack-Kurven, die mache ich auch nicht. Das ist mir ein bisschen zu bekannt. Nein. Oh nee, jetzt habe ich mich nur darauf konzentriert. Komm. Kurzfunk. Ich habe gerade nur auf dem unteren Bildschirm geguckt. Das kann mich schlecht steuern. Ah, perfekt. Wenn die Brücke unten ist, finde ich, ist es perfekt. Bei der Wii ist es anders. Weil man da die Stunts machen kann. Klingt es doch mehr, wenn es mittig ist. Da kann man doch schnell einen Stunt machen und dann noch mal schön Speed bekommen. Oh, wir sind immer noch Zweiter, dadurch, dass wir in der ersten Rennen Vierter wurden. Aber das gleichen wir jetzt noch aus, komm. Das schaffen wir jetzt noch. Gut, beginnen mal weiter damit. Damit kann ich sehen, weil noch wirklich. Nein! Gedacht, da bekomme ich den noch. Oh, bei der Kugel, da bin ich ein bisschen vorsichtiger jetzt mal. Obwohl die Kurve. Ja, das ist so eine Drifting-Strecke. Das kann ich mir vorstellen. Hier kann man driften. Hier kann man sowas von driften. Und ich fahre die ganze Zeit gegen irgendwelche Wände. Was soll das? Ja, wohl eine Bombe. Bomben sind immer gut. Gut. Erster sind wir gleich, ne? Ja. Oh, und ich fahre natürlich gegen das Ding. Boah, ich hab fast voll schuldig. Kann uns nur noch ein blauer Panzer was anhaben. Ah, wer jetzt. Würde jetzt ein blauer Panzer abgeschossen werden, das wäre echt perfekt. Oh, wir sind ziemlich weit vorne. Vielleicht, dass es hier eine Drifting-Strecke ist, hätte ich eigentlich mehr von dem erwartet. Ah, die nehme ich mal. Warum weiß ich selber nicht. Schön in die Kurven legen. Und hier rum. Naja, die geht immer gut zu driften. Ja, jetzt sind es hier schon zwei Kurven. Ein bisschen gefährlicher. Oh, wow, wow. Ja, ich bin gespannt, wie der 150 CC Cup dann wird, weil ich bin wirklich, ihr merkt, ich bin nicht gut. Ich bin echt nicht gut.
Da habe ich viel zu früh angefangen zu driften, deswegen bin ich so weit ausgeschleudert worden. Ja, da auch, wenn man genau nach dem... Ja! Das gibt's doch nicht. Ja, und dann drücke ich natürlich nach vorne, weil mein Gamepad in der Kurve natürlich den Gang nach vorne hat. Natürlich so. Ja, nach dem Sprung ist es ziemlich schwer zu driften. Ja, viel zu weit nach außen. Oh, hier geht's locker. Gut. Beide gut genutzt. Und einfach mal hier nach. Durch die Mitte. Ich sehe es ja, wenn die mir gefährlich werden. Wow, wow, wow. Gut, also uns kann wirklich nichts mehr passieren. Doch. Kann mich verdriften. So, okay, damit sollten wir jetzt Knochentrocken tatsächlich überholt haben. Ja. Okay, jetzt müssen wir aber vor Knochentrocken. Sonst haben wir ein Problem. Nur vor Knochentrocken und die Strecke geht. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr. Sein, der schickt mich jetzt nochmal extrem weg. Ah, gut, voll. Was ist das? Habt ihr das gesehen? Zwei Kontakte und der wird nicht einmal davon erwischt. Zwei Kontakte. Boah, mir reicht's jetzt mal. Was hat der? Hat der irgendwie cheatet oder sowas hier? Nee, jetzt noch muss er nur noch einen Stern bekommen hier. Oh nee, ey, ich kann echt nicht mehr fahren. Durch das Driften mache ich nur mehr Fehler eigentlich. Also es ist nicht gut, dass ich jetzt wirklich driften kann. Oh, den wollte ich eigentlich noch einsammeln, aber der war mir eindeutig nah am Abgrund. So, ein bisschen aufholen. Wäre jetzt echt nice. Uah, da hatte ich nichts gehabt. Ja, klar, immer das mittlere Reifen, ne? Egal. In der Kurve kann man eigentlich jeden ziemlich gut überholen. Sowieso, man muss nicht unbedingt driften hier, man sollte eher auf die Fahrzeuge aufpassen, Mann! Ich lasse mich echt heute von jeder... Das als ob Luigi so von denen angezogen würde, von den ganzen Wänden. Boah. Kommt ja noch eine Runde. Okay, dadurch kann ich einen Vorsprung einerseits ausbauen. Andererseits kann ich ihn aber auch schon wieder verlieren, wenn ich irgendwie ziemlich unglücklich getroffen werde oder ich durch meine Dummheit runterfall, was durchaus passieren kann. Wow! Verdammt! Eigentlich bin ich nicht platt. Beide wie. Ich glaube, das ist ja in dem Spiel auch nicht so. Hier kann man nicht platt werden, weil hier fehlte einmal der Riesenpilz als Item. Das wäre ein Argument gewesen fürs Platzfahren. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass ich platt war. Also okay, normal fahre ich nicht gegen die Autos. So, hier kann man gut rüsten, weil man schön die andere Strecke im Auge behalten kann. Oder hier kann man auch gut rüsten. Gut, hätten wir es endlich geschafft. Ja, das liegt jetzt gerade am Zoom, dass es so ein bisschen, dass der Ton ein bisschen langsamer ist. Gut, aber das gibt keinen guten Rang.
Ich glaube, einmal Vierter und sonst immer Erster, ne? Naja. Egal. Ach komm, fangen wir noch ein bisschen mit Mission an. Oder wie viel Zeit habe ich? Guck mal ganz kurz. Sorry, wenn jetzt kurz das Fenster ins Bild kommt. Ah gut, ja, es reicht. Dann bis zum nächsten Part und ciao.